Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe eine ganz wichtige Bitte an euch. Jeder, der einen Dachboden hat, geht bitte jetzt mal da drauf und schaut mal auf den Dachboden nach, wie es da aussieht. Und dann könnt ihr es mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob es ähnlich ist wie bei mir. Was ist passiert? Aufgrund des Schneefalls oder des Schneesturms ist es zu sogenannten Flugschnee gekommen. Das ist sehr feiner Schnee, der durch die Dachpfannen durchgepustet wird und sich dann auf euren Dachboden ansammelt. Erstmal nicht so schlimm, solange der noch gefroren ist. Allerdings, ich möchte euch mal was zeigen. Bei mir sieht es nämlich schon schlimmer aus. Und damit euch das erspart bleibt, ja, kontrolliert den Dachboden. Hier im Badezimmer ist es natürlich relativ warm und an den Stellen ist nämlich der Schnee schon aufgetaut. Und wie man sehen kann, ist das jetzt hier richtig schön durchgesippt. Sieht richtig Mist aus, muss ich sagen. Und den Schaden kann man vielleicht vermeiden. Deshalb schaut unbedingt auf euren Dachboden nach. Wir haben das heute Morgen schon so gesehen, dass es über der Nacht passiert. Und dann sah es heute Morgen so aus und dann bin ich erstmal auf dem Dachboden und habe das Ausmaß gesehen. Ich habe davon auch Bilder gemacht, die kann ich euch jetzt mal zeigen. Und glücklicherweise habe ich Homeoffice, konnte dann in der Mittagspause, die ich hatte, schon mal ein bisschen was wegräumen, denn bei mir war extrem viel, wie ihr auf dem Bild sehen konntet, an Schnee vorhanden. Und wir müssen jetzt gleich nochmal hochgehen und dann möchte ich euch auch zeigen, wie man das gut wegbekommt, denn manchmal ist das gar nicht so einfach. Hier habe ich noch meine Klamotten liegen, die ich heute während der Arbeit anhatte. Und weil ich da dann auf dem Dachboden rumgerobbt bin, sind die einmal richtig schön dreckig und nass geworden. Und die habe ich dann einfach nur hier so hingeklatscht, weil ich ja dann auch wieder weiterarbeiten musste. Und wir gehen jetzt mal hoch auf den Dachboden und dann zeige ich euch, was ihr am besten dagegen tun könnt, um halt so einen Schaden zu vermeiden. Ich hoffe und ich denke, das ist ein Versicherungsschaden. Die Versicherung können mir vielleicht später danken, wenn jetzt viele von euch vielleicht den Schaden minimieren können. Ich reiche es bei meiner Versicherung ein und ich bin gespannt, ob es durchgeht oder nicht. Wir gehen jetzt einfach mal hoch und gucken mal, wie es jetzt aussieht. Denn leider kommt auch immer durch den jetzigen Schneefall immer noch Schnee nach. Das heißt, ihr müsst nicht nur einmal kontrollieren, sondern noch öfter kontrollieren. So, wir gehen mal hoch auf den Dachboden. Ich habe Licht gemacht. Ja, das Tückische ist, dass es oft nicht erkannt wird, dass der Schnee hier liegt. Man merkt es dann erst, wenn man die ersten Wasserflecken hat. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich gehe Weihnachten hier drauf und nehme mir vor, dann aufzuräumen. Das nächste Mal bin ich hier Ostern und dann stelle ich fest, dass ich immer noch nicht aufgeräumt habe. Und dann bin ich hier erst Weihnachten wieder drauf. Ja, und dann bleibt das natürlich unentdeckt. Und dann sieht man es erst, wenn der ganze Schnee aufgetaut ist und wenn es dann nämlich schon die ersten üblen Wasserflecken gibt. Ich habe das vorhin ja schon mal, ich sagte ja in der Mittagspause, grob mit einem Kehrblech und einem Eimer, was ihr hier sehen könnt. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen wüst aus, weil ich hier auch die Teppiche beiseite geschoben habe, die hier lagen, hier aus dem Fenster entsorgt. Genauso hier, das waren wirklich richtige Haufen. Ihr konntet es ja auf dem Foto sehen, was ich heute Morgen vor der Arbeit noch schnell geschossen habe. Das ist immer das Problem. Man hat ja dann auch zwischendurch halt keine Zeit. Genauso hier, ich drehe mal die Lampe, auch hier war richtig viel. Und auch hier alles noch Schnee, wie ihr sehen könnt. Hier haben wir auch noch überall Schnee. Das muss alles noch weg, bevor das hier taut. Und mein großes Problem, das will ich auch noch mal zeigen, was ich habe. Dazu nehmen wir mal hier eine Taschenlampe. Und zwar mein Problem ist, dass das nämlich hier hinter auch schön durchgerieselt ist. Ihr könnt das jetzt sehen. Da, das ist alles weiß. Das heißt, das sauge ich dann mit einem Nasssauger ab. Den habe ich hier stehen. Der große Vorteil ist, der Sauger ist leider nicht ganz so lang, dass ich bis nach ganz unten rankomme. Oft verstopft er auch, weil man irgendwie Eis mit einsaugt. Der hat aber auch eine Blasfunktion. Ich kann euch den Sauger unten meiner Videobeschreibung verlinken, falls ihr da auch ein geeignetes Gerät braucht. Der wäre dafür geeignet, es gehen aber auch noch andere. Meistens hat man ohnehin vielleicht auch einen zu Hause, wo öfter mal sein Auto aussaugt. Und damit kann ich halt auch pusten und dann kann ich diesen Schneepulver einfach wieder rauspusten. Das werde ich jetzt mal probieren. Schaut halt, wie gesagt, unbedingt auch mal auf euren Dachboden nach. Wenn nichts ist, ist gut, dann habt ihr halt einmal nachgeguckt. Aber falls was sein solltet, dann macht es einfach so weg, wie ich es jetzt mache. Und dann könnt ihr vielleicht einen Schaden, einen teuren Schaden vermeiden. Eure Versicherung wird es euch danken und ihr habt halt mit Sicherheit auch weniger Ärger dann. So, ich lege mal los. Der erste Sauger ist jetzt auch einmal voll, so ist es. Das werde ich jetzt einfach aus dem Fenster kippen. Dann ist das schon mal weg. Das ist jetzt richtig
schön fetter Schneeeimer komplett voll. Und das ist bei langem noch nicht alles. Ich bin jetzt erstmal hier in der einen Ecke vom Dach. Und ja, da ist noch viel, viel mehr. Das betrifft bei mir ausschließlich die Wetterseite. Da hat es der Wind halt reingedrückt, weil der Schnee so fein ist. Es ist durch die Ziegel durchgekommen. Und wie ihr sehen könnt, ist hier wirklich viel, was sich gesammelt hat. Ja, und hier auf dem Boden, da werde ich zu guter Letzt dann nochmal durchsaugen, weil hier auch immer wieder noch was runterfällt. Ja, und hier aus dem Bereich jetzt hier unten gerade, da konntet ihr sehen, das habe ich dann, was ganz unten war, noch rausgepustet. Das wird dann durch die Dachpfannen wieder aus dem Dach nach draußen getragen. Kommt natürlich dann durch den nächsten Wind wahrscheinlich einfach auch wieder rein. Aber erstmal ist es draußen und ich muss jetzt auf jeden Fall natürlich die nächsten Tage hier auch nochmal weiterhin nachschauen. Ja, vielleicht noch eine Bitte, bevor wir dann auch zum Ende des Videos kommen. Teilt dieses Video hier auf jeden Fall. Ein Dachboden hat irgendwo jeder. Und ja, man kann wirklich den Schaden hier gering halten. Also teilt das Video an Freunde, Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen weiter, damit die auch Bescheid wissen. Die meisten Leute machen sich da wirklich keine Platte drum. Ich habe es auch nicht gemacht, bis ich die Flecken halt hatte. Vielleicht hätte ich gestern Abend schon mal hochgucken sollen und dann hätte ich das ja, Ausmaß gesehen, hätte es vielleicht verhindern können. Damit euch das nicht passiert, guckt auf jeden Fall nach und wie gesagt, teilt das Video auf jeden Fall weiter. Ich mache jetzt hier noch den Boden sauber, wie ihr gerade gesehen habt. Den Rest habe ich soweit schon. Und dann hoffe ich, dass nicht mehr zu viel Schnee nachkommt die nächsten Tage, weil das hier ist wirklich eine scheiß Arbeit. Manchmal könntest du gar nicht so viel fressen, wie du kotzen musst dabei. Muss man einfach auch mal so salopp sagen. Es ist wirklich anstrengend. Ihr sitzt hier in der Peke im Nassen. Es ist schweinekalt. Aber ein bisschen was habe ich noch zu tun. Ich schneide das Video trotzdem heute Abend noch für euch und bringe es auch noch online. Kann leider ein bisschen später werden. Aber erstmal muss ich hier meine Arbeit erledigen. Also, ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen, noch weitergeholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert doch gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.